Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Wir machen heute weiter mit dem munteren Sidequests abarbeiten Gedöns. Und ich habe mir jetzt einen kleinen Fahrplan zurechtgelegt. Ich habe nämlich zum Beispiel mal geguckt, was ich jetzt hier bei den... Ich habe vergessen, Klingen auszumisten. Mist, ich wusste, dass ich was vergessen habe. Am Ende ist immer genau das, was ich vergesse. Aber ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt zumindest mal geguckt, was wir hier noch so offen haben. Und es sind tatsächlich nur zwei Söldnermissionen. Und eine davon würde ich ganz gerne jetzt schon in die Wege bringen. Ich habe mich beim letzten Mal übrigens komplett geirrt, als ich mich gefragt habe, wo denn der Arzt sein soll, den wir für Cole suchen müssen. Aber das war von Anfang an in eine Söldnermission eingebettet. Also insofern hat sich diese Fragerei von selbst erledigt. Aber guck mal hier. Ich suche einen guten Arzt für meinen Großvater. Er darf aber nichts davon erfahren. Das würde ich jetzt gerne einfach mal starten. Und ja, vielleicht können wir das Ganze heute dann auch abschließen. Das wäre schön. So, das wäre dann die Truppe. Hat ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles so geht. Aber hochkomplex ist das ja am Ende des Tages nicht. Haben wir ja schon x-Male gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt einiges an Zeitersparnis noch bekommen. 20 Minuten oder so könnten drin sein. 10 Minuten sogar nur. Sehr schön. Dann werden wir heute eventuell Cole auch noch eine gute Nachricht überbringen können, beziehungsweise Iona. Aber wir werden jetzt zu Beginn erstmal nach Temperantia aufbrechen. Denn wir haben zwei Aufträge, die uns nach Temperantia bringen. Und einen davon habe ich markiert. Ich habe mir jetzt natürlich nicht gemerkt, ob das jetzt die Aegishammer-Mission war oder die andere. Ich muss mal gucken. Aber am Aegishammer gab es auch was, was wir erledigen sollen. Das sind übrigens beides DLC-Missionen, die noch offen sind. Was bei mir so ein bisschen die Angst auslöst. Ich weiß nicht, ob sie begründet ist, dass das vielleicht anspruchsvollere Missionen werden könnten. Keine Ahnung, aber es dauert jetzt nicht mehr lange, bis wir das herausfinden, denn wir sind ganz nah am Ziel. Das sieht erstmal überschaubar aus, aber da... Überschaubar. Man sollte vielleicht die Kamera in die richtige Richtung drehen, bevor man sich zu Urteilen hinreißen lässt. Ich glaube, das wird noch warten müssen. Es sei denn, der Gegner, der hat nichts mit dem Auftrag zu tun. Ich untersuche einfach mal. Ich sehe verdächtige Fußspuren. Ob sie wohl von den Söldnern hinterlassen wurden? Das sollten wir uns genauer ansehen. Kannst du bitte woanders hingehen? Bitte? Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier vielleicht was abschließen kann, ohne dass der uns zur Kenntnis nimmt. Oh nein, ich werde hier umdisponieren müssen. Oder reicht die Konzentration? Wahrscheinlich nicht, oder? Wobei, kommt, Leute. Gebt alles. Einer noch. Nein! Ein Pünktchen, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Meine Fresse, ey. Ein Punkt. Das kann doch nicht sein, ey. Jetzt muss wieder Wulfric aushelfen. Ich glaube, Wulfric hat da auch... Warte, ich bin voll aufgeregt gerade, weil dieser Gegner mich ultra nervös macht. Aber Praxis habe ich jetzt hier gerade... Habe ich Praxis nicht hier auch gerade für irgendwas benötigt? Warte mal, oder war das Perun? Ich weiß, was war das andere? Beobachtungsgabe, ne? Dafür habe ich Praxis nicht gebraucht. Ich weiß nicht, warum ich mir jetzt hier schon wieder Dinge einrede, die gar nicht da sind. Hier, Konzentration 4. Wulfric hat einfach irgendwie immer genau die Sachen... die wir hier am häufigsten gefühlt benötigen für die wirklich kniffligen Aufträge. So, jetzt aber. Beobachtungsgabe war das erste. Da sind wir aber durchgekommen, sehr schön. Und jetzt die Konzentration, genau. Wulfric regelt das hier fast im Alleingang. Jetzt bin ich gespannt. Reicht das schon? Lass mich bitte nicht gegen das Vieh kämpfen da. Juhu! Hä? Die Ehre eines Söldners. Oh. Jetzt ganz schnell weg. Ganz schnell weg und diesen wunderschönen roten Spuren folgen, die wahrscheinlich gar nicht so wunderschön sind, weil sie irgendwie eine Blutassoziation hervorrufen sollen. Ich weiß es nicht. Alter, wer hatte hier Vorfahrt? Wer hatte hier Vorfahrt? Wer kommt für die Schäden dieses Zusammenstoßes jetzt auf, hä? Guck mal, der ist genauso verwirrt wie ich. Das ist Fahrerflucht, die du hier begehst. Ich habe mir dein Kennzeichen notiert. Doofes Ding, ey. Voll die Vorfahrt geklaut, ja? Hier ist nicht rechts vor links. Ich bin auf der Hauptstraße unterwegs. Ich bin mir sicher. Voll ineinander gekracht, ey. Das steht bestimmt morgen in der Zeitung.
Warum laufen wir hier Zickzack-Linien, wenn man uns einfach nur straight... Ey, da schon wieder. Wir sind schon wieder fast zum Crash gekommen, ey. Das ist gefährliches Terrain hier in Temperancia, ich sag's euch. Ganz, ganz gefährlich. So, aber die meisten Gegner, die jucken uns nicht, beziehungsweise wir jucken die nicht. Das ist ganz gut. Ich bin so froh, dass ich diesen 109-Level-Gegner da nicht bekämpfen musste. Ich glaube, ich habe hier generell noch nie ein höheres Level bei irgendwem gesehen. Oh nein. Oh nein, der schickt mich zum T-Rex, hey. Hier ist die Spur zu Ende. Oder habe ich gerade irgendwas übersehen? Nee. Ach nee, da geht sie weiter. Alles klar. Keine Ahnung, warum es hier eine Lücke gab, aber... Wir gehen jetzt einfach mal. Bitte führ mich irgendwo hin, wo ich auch... abschließen kann, wo die Gegner human genug sind, wo das Level okay ist und ich am Ende des Parts nicht heulend in der Ecke liegen muss, weil mir hier alles zu schwer und zu unschaffbar ist. Ich möchte... Oh, guck mal, hier ist eine Kiste. Die habe ich auch noch nie geöffnet. Ja, weil ich zum ersten Mal, als ich dieses Gebiet hier gefunden habe, ungefähr auf dem Levelniveau der Gegner hier war, beziehungsweise die alle noch zu stark waren und ich keinen Bock hatte. Aber die eigentliche Wahrheit ist, dass ich die Kiste vorher nie gesehen habe. Und sie ist keine weiße Kiste, deswegen... Da ist irgendwas mit Stufe 92. Hallöchen. Hi. So, wo sind die Fußspuren? Hallo? Fußspuren? Fußspuren? Irgendwo? Irgendwie habe ich gerade Angst vor dem Gebiet. Warum sind die Fußspuren jetzt weg? Woher soll ich denn jetzt wissen, wo ich lang soll? Mann, ey, jetzt bin ich die ganze Zeit dem hinterhergelaufen wie so ein treu dover Dackel und jetzt bin ich im Nirgendwo und genauso schlau wie vorher. Super. Super, die Mission ist aber markiert. Ich zeige euch das gleich, weil es bestimmt der eine oder andere wieder denkt, so, hat die bestimmt wieder voll verpeilt. Der Kompass macht immer alles richtig. Der Fehler ist immer vorm Bedienfeld. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Warte mal, ich habe eine Idee habe ich noch. Wenn alles nichts hilft, schrauben wir einfach an der Uhrzeit. Ob das jetzt vielleicht irgendeinen Impact hat, wird sich zeigen. 8 Uhr, schöne Zeit, alles hell. Fußspuren eventuell wieder. Nö. Oder will das Spiel mir sagen, dass ich jetzt den Dino da bekämpfen muss? Ich weiß es nicht, warte mal. Vielleicht hätte ich auch gar nicht unten in diesen Gang reinlaufen sollen. Mann. Also ey, das Ding ist, wenn ich jetzt eine Mission nicht abschließen kann, das ist okay. Ist ja nicht die erste, so gesehen. Aber ich will halt wissen, woran es jetzt gerade scheitert. Also, es muss doch irgendeinen Grund geben, warum jetzt hier... Es muss doch irgendein Ziel geben, so rum. Ein Ziel wäre nicht schlecht. Warte, ich werde jetzt nochmal zu dem Punkt zurückkehren, wo ich zuletzt Fußspuren gesehen habe. Das hat sich nämlich im Sande verlaufen, als ich hier runtergegangen bin. Vielleicht war das nämlich die falsche Entscheidung. Vielleicht hätte ich woanders hinlaufen müssen. Da. So, und hier hört's auf. Beziehungsweise hier hört's auf. Da! Mann, Negoja, sind sie blind, ey. Das tut ja förmlich weh. Es tut mir leid für all... Für alle, die jetzt körperliche Schmerzen erleiden mussten. Von dem psychischen mal abgesehen, aber das tut selbst mir gerade weh. So führt uns unsere Suche also an das Grab eines urayanischen Söldners. Womöglich liegt hier einer jener Söldner begraben, die wir finden sollen. Nun, wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Es besteht immer noch die Möglichkeit, die anderen lebendig zu finden. Okay, Durchhaltevermögen. Das hat, glaube ich, auch Wulfric, oder? Hat ja auch Durchhaltevermögen. Der ist irgendwie so ein bisschen die Mutti für alles. Nee, hatte er nicht. Das ist eins der Attribute, die er leider nicht aufbringen kann. Aber das ist okay. Wulfric kann ja nur auch nicht alles machen, ne? So, wer hat denn Durchhaltevermögen oder Durchsetzungsvermögen? Ich verwechsel die beiden Dinger jedes Mal miteinander. Warte mal, ich kann mir jetzt einfach mal hier raussuchen. Da muss ich jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Hier, Durchhaltevermögen. So, das hat... Und, wow, gleich Stufe 5. Hello, Crozette. Wollen Sie nicht mal kurz zu unserem Team beiwohnen? Ich glaube, wir haben Verwendung für Ihr Talent. So, ja, kennen wir alle schon. Jetzt hau raus hier. Ich will wissen, ob das jetzt schon zum Missionsabschluss reicht. Ich hoffe, bisher war alles zu eurer Zufriedenheit, Morek.
Danke für deine Unterstützung, Bridget. Ehr, die Ehre eines Söldners. Okay. Okay. Also doch keine riesigen Kloppereien mit irgendwelchen überdimensionierten Gegnern oder so. Finde ich per se erstmal gar nicht so verkehrt. Warte mal, ich muss jetzt... Nein, ich wollte nicht hier rein, sondern hier hin. Und wir einfach mal gucken, was jetzt mein nächstes Ziel ist. Folge den Fußspuren, die du bei der gehässigen Narbe in Temperantia entdeckt hast. Aha. Hä? Wurde das jetzt fort... Ah ja, okay, hier wurde das fortgesetzt. Klar. Jetzt weiß ich auch, wo es weitergeht. Zumindest bis hierhin. Ah ne, da ist schon wieder eine Lücke. Meine Güte, ich bin auch echt nicht imstande, weiter als 2 Meter zu gucken, ne? Traurig ist das, traurig. Aber egal, wenn wir das zum Abschluss bringen, dann ist mir rückblickend betrachtet egal. Mit wie viel Widrigkeiten das verbunden war, urayanischer Söldner. Verfolgt ihr uns etwa? Ihr dänischen Hunde, lebend kriegt ihr uns nie. Aha, hallo erstmal. Typisch Urayana. Aber gut, wenn sie einen Kampf wollen, so sollen sie ihn bekommen. Boah, hier wird in letzter Zeit ganz schön viel mit Vorurteilen gearbeitet. So wie der Nopon-hassende Jack in der letzten Folge. Sinno? Ja, auch alle Nopon irgendwie in Sippenhaft genommen hat, obwohl ein einziger beteiligt war an den Verbrechen, die wir beim letzten Mal aufgedeckt haben und das irgendwie völlig unverhältnismäßig war. Völlig unverhältnismäßig war. Alle... Oh, Morik ist gleich tot. Schön. Verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht, warum ich hier so viel Schaden gefressen habe. Das sind eigentlich voll die Lowbob-Gegner gewesen. Es ist der Söldnertrupp zurück, aber dem kann ich jetzt gerade keine Aufmerksamkeit schenken. Ich würde gerne diesen Kampf nämlich erstmal... Warte mal. Ich habe doch jetzt hier noch... Bei Rex, genau, da ist Crozet noch mit drin. Also das wird jetzt nicht der Grund gewesen sein, warum ich draufgegangen bin, aber man sollte schon trotzdem gucken, dass man mit den Klingen auch arbeitet, die man dabei haben möchte. So, was ist gerade schief gelaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon wieder auf die Details wahrscheinlich nicht geachtet, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir attackieren und da packe ich jetzt mal alle auf ein. Erstmal die niedrigleveligen, weil ich bin, glaube ich, gerade auf die, auf den wahrscheinlich stärksten gegangen, nämlich den mit Stufe 60. Boah, der ballert mir aber meine Energie runter. Alter, was ist denn hier los? Okay, ich habe keine Ahnung, warum Morek hier wie so eine Fliege einfach weggeklatscht wird, als wäre sie noch nie irgendwie in der Tank-Funktion gewesen. Vielleicht muss ich auch schneller einfach meine ganzen Skills hier aktivieren. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu träge in den letzten Kampf rein. Ich glaube, jetzt ist meine Abwehr auch wieder ein bisschen stabiler. So, dann kann ich jetzt hier noch meinen Beitrag leisten. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich den letzten Drücker verkackt. Das war ungeil. Aber es ist, wie es ist. So, warte, warte. Ich will den 58er noch. Nein, nicht Skodediffler. Was ist Skodediffler? Hier, Wotanmeister. Den will ich. Was ist denn das andere Vieh gerade gewesen? Ist denn hier ein Skodediffler? Ich bin gerade voll überfordert, wen der hier gerade markiert haben will. Aber okay. Ich muss auch nicht alles verstehen. Aber das, was mir am Anfang so viel Damage gemacht hat, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber das war scheinbar nur die Anfangsphase. Das kenne ich ja auch aus anderen Kämpfen. Ne? Ich habe relativ früh im Let's Play ja schon festgestellt, dass bei schwierigen Kämpfen die erste Minute häufig die schwierigste ist. Guck mal, weil jetzt bin ich wieder irgendwie in der Luft. Oh, guck mal, der zweite, der ist schon tot. Ich würde gerne hin und das aufsammeln, danke. Und wenn das dann überwunden ist und der Verteidiger sich einmal so ein bisschen eingemauert hat, im wahrsten Sinne, dann geht das eigentlich. So, warte mal. Jetzt kann ich hier eventuell eine Elementarkugel auf den packen. Wow, jetzt ist Rex down. Warum macht er denn so unfassbar viel Schaden? Was ist mit dem Gegner kaputt und warum mache ich dem so wenig? Verstehe ich jetzt hier irgendwas nicht? Offensichtlich. So, warte mal. Aegean. Du bist jetzt derjenige, der hier so ein bisschen Leben in die Bude bringt, hoffentlich.
gerne auch ein bisschen mehr. Also so Leben, also Leben für uns, ne? Und Tod für den. Aber ich glaube, Aegean weiß schon, worauf ich hinaus will. Und ich würde schon ganz gerne noch eine zweite Elementarkugel auf dem anbringen. Die Frage ist nur, wie soll das vonstatten gehen? Ich habe jetzt Ebene 2 mit Eis gerade eingeläutet. Ja, und jetzt brauche ich Erde oder Dunkelheit. Wer hat Erde oder Dunkelheit im Angebot? Also, Dings Nia hat mit Florian auf jeden Fall Erde. Die ist gerade mal auf Stufe 1. Die wird das, glaube ich, nicht rechtzeitig schaffen, leider. Ich glaube, das wird hier schon wieder nicht. Obwohl, jetzt ist sie schon auf 2. Moment, Moment, Moment. Go, Nia! Go, Nia! Beeilen Sie sich! Es fehlt nicht mehr viel! Schneller, 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 schneller! Bitte! Danach will ich nämlich einen fetten Gruppenangriff starten, in der Hoffnung, dass das dann ausreicht. Ich könnte mit Rex natürlich auch in seine Superform. Mania, du bist so schnell von 1 auf 2 gegangen. Da, da ist sie. Boah, fast in letzter Sekunde. Sehr schön. So, jetzt müsste ich gleich mal gucken, wenn ich nämlich nicht Rex steuere, ob ich ihn quasi, ob ich Numa jetzt irgendwie beschworen kriege. Warte mal, wie ging das? Warte, erstmal werde ich hier die Stufe 4 Dings lostreten. Da kommt vielleicht... Nein! Oh, jetzt habe ich zu früh gedrückt, ey. Wie schlecht kann man noch werden? Mann, ey. Aber guck mal, ich könnte jetzt... Oh, ich könnte jetzt hier noch Dings hinterher setzen. Feuer. Das mache ich jetzt noch. Das mache ich jetzt noch. Und dann ist er definitiv down, weil das wird er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Ich kann meine Klinge nicht wechseln. Ich kann nicht auf Aegean. Morik, warum liegst du am Boden, ey? Schlafen kannst du später auch noch. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wobei, Eis könnte ich auch auf den raufsetzen. Komm, packen wir noch Eis mit drauf. Ich glaube, Eis hat er noch nicht, oder? Der hat Wasser und Erde. Ey, ich habe gerade Diamantennebel aktiviert. Kann das jetzt bitte mal kommen? Danke. Boah, ey, dieser Stress hier. Aber der Gegner, der macht mich auch gerade ultra nervös. Okay, so, sehr schön. Dann lass mich, ich wollte eigentlich noch gucken, warte mal, über welche Schultertaste ging das nochmal mit Rex? Das ging über die rechte, da. Guck mal, ich will sie jetzt nämlich einmal mit drin haben. Ist sie jetzt schon im Kampf? Wo sehe ich denn das? Ich komme gerade gar nicht klar. Sie ist jetzt auf jeden Fall ausgegraut. So, das heißt, ich gehe jetzt in meinen, wenn Morik sich nicht ständig hinlegen würde oder sich hinlegen lassen würde, dann könnte man hier auch was reißen. So, dann lass uns jetzt mal unser Glück probieren. Wie immer schön B-Tasten richtig timen. So, das hatte mir zuletzt im Kampf gegen Amalthus so gute und wichtige Dienste erwiesen. Und das wird das scheinbar auch hier, denn sie macht unfassbar viel Schaden. Wie auch nicht anders zu erwarten. Ich habe auch noch diesen 3-Personen-Angriff nach dem Amalthus-Kampf gelernt. Auch den habe ich nicht vergessen. Ich weiß noch nicht mehr, wie der ging. Also ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich habe vergessen, wie man den einsetzt. Aber war dafür nicht Nia auch irgendwie erforderlich? Ich glaube, das ging gar nicht so ohne weiteres, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich nach Amalthus irgendwann festgestellt hatte, dass ich Nia irgendwie verstärkt auch mal in meine Gruppe mit einbinden soll. Also als Klinge sollte. Konjunktivform. Passt inhaltlich besser. So, ich weiß gar nicht, wofür ich das jetzt hier alles mache. Weil der Gegner eigentlich schon tot ist. Ich finde es eh immer noch sehr merkwürdig, dass das hier nicht einfach abgebrochen wird, wenn du einmal durch bist. Aber ich bin gerade so ein bisschen auf Rekordjagd. Vielleicht können wir ja hier irgendwie ein neues Sphären vordringen. Keine Ahnung. Dann darf Ursula sich jetzt hier auch nochmal austoben. Jeder darf sich an dem toten Gegner nochmal abarbeiten. Wie so richtige Sadisten. Die wir wahrscheinlich auch sind. So, der ist down. Gott sei Dank, ey. Ich fand den Kampf irgendwie überraschend knifflig. Geophili, Keuch, wir ergeben uns. Wir haben keine Chance gegen euch. Macht mit uns, was ihr wollt. Aber glaubt ja nicht, dass ihr von uns irgendetwas erfahren werdet. Aha, loyal bis zum Tod. Also die Sache ist die. Wir haben nicht vor, euch zu foltern. Oh, ich verstehe. Wir kämpfen also gar nicht mehr gegen die Ardainer. Danke, dass ihr gekommen seid, um uns hier rauszuholen. Bevor ich nach Hause kann, gibt es aber noch etwas, das ich tun muss. Erzähl ruhig weiter. Da ihr uns bis hierher gefolgt seid, nehme ich an, ihr habt auch das Grab gesehen. Ja.
dachte ich mir, dort liegt einer von uns begraben. Und zwar unser Anführer, Bonar. Was? Für uns Söldner ist es üblich, die Gefallenen dort zu begraben, wo sie gestorben sind. Aber mir ist das nicht genug. Für mich ist die Sache erst vorbei, wenn ich mich an den Schuldigen gerecht habe. Also haben wir diese Dreckskerle verfolgt, die Bonar auf dem Gewissen haben. Aber naja, ihr könnt euch ja denken, wie gut das lief. Als wir noch zu viert waren, haben wir schon gegen sie verloren. Da hatten wir zu dritt erst recht keine Chance. Darum wollten wir fürs Erste zu unserem Lager zurückkehren und uns ausruhen. Ach, so ist das. Morek, mit Verlaub. Schon gut, Bridget, ich weiß, was du sagen willst. Wir werden uns der Sache annehmen. Soll das etwa heißen, ihr wollt Bonar für uns rächen? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr dürftet Bonars Mörder finden, wenn ihr noch ein Stückchen weitergeht. Wir kehren zu seinem Grab zurück und beten für ihn. Passt mir nur auf, dass ihr nicht auch noch drauf geht, hört ihr? Wir machen das. Was, draufgehen oder aufpassen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich das Aufpassen. Ja, war mir gerade nicht sicher, was ich sagen wollte. Also wenn dieser Kampf jetzt schon so war, wie er war, dann wird der nächste bestimmt nicht leichter, oder? Ich glaube, dass darauf können wir uns schon mal einstellen. Ich porte mich jetzt mal hier hin und gucke mir erstmal an, was auf uns wartet. Und wenn ich feststelle, das ist mir zu krass, dann rennen wir schreiend weg und widmen uns anderen Zielen. Aber vielleicht kommt jetzt hier eine Überraschung und der ist machbarer als angenommen. Wir werden sehen. Ich sehe hier auf jeden Fall erstmal keinen großen Dino T-Rex irgendwas. Holy shit, Nester. Alter, übertreibt halt gleich. Okay, drei Spezialgegner auf einem Haufen. Ich glaube, das könnte sehr knifflig werden, aber ich würde es zumindest mal probieren wollen. Obwohl, es ist eigentlich nur einer. Die anderen beiden sind wahrscheinlich nur seine komischen Begleiter. Aber dann lasst uns doch einfach mal blutdurstiger Pirscher. Leitdechse, Opferdechse. Warum haben die denn auch so eine Markierung? Das sind doch gar keine Gegner mit Eigennamen. Aber die werden sich safe jetzt hier in den Kampf gleich einmischen. Guck mal, wie das die gar nicht juckt, dass ich hier hinter denen stehe und über die rede und mich klammheimlich immer weiter annähere. Eigentlich voll die friedlichen Wesen, streng genommen, ne? Also die Kampfbereitschaft ging nicht von denen aus. Aber die haben Bonar auf dem Gewissen. Wobei, vielleicht war Bonar auch einfach nur frech. Und hat die einfach gestört, obwohl sie nicht gestört werden wollten. Man weiß es nicht. Aber der Kampf, der wird hier, glaube ich, ein bisschen... Oh, ich glaube, der wird ein bisschen Zeit beanspruchen. Also solange meine Energie nicht so bedrohlich fällt, wie zu Beginn des letzten Kampfes, soll mir das recht sein. Die größte Gefahr und Herausforderung wird hier wahrscheinlich sein, dass sich von außen immer mehr Gegner hier und da einmischen könnten. Und den Schwierigkeitsgrad entsprechend nach oben schrauben. Oh, Florin legt direkt los. Okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber kann man mal machen. Das wäre dann die erste Elementarkugel, richtig? Schon mal schön Vorarbeit geleistet. Sehr nice. So, sollte ich jetzt seine Minions auch erstmal aus dem Weg räumen oder mich nur auf den konzentrieren? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Und was ich gerade auch nicht weiß, dieser Switch auf Numa, ja? Das hat ja im letzten Kampf gerade ganz gut geklappt, auch mit dem entsprechenden Damage-Output. Aber... Warte, ich kann mit Aegean die nächste... Genau, die nächste Dings hier machen. Ich weiß gar nicht mehr, das Tutorial ist jetzt halt auch schon ein bisschen länger her, ob die ewig lange anhält, diese Form. Die verschwindet, glaube ich, irgendwann wieder, ne? Ich glaube, die bleibt nicht bis in alle Ewigkeit, aber ich bin mir nicht mehr sicher. So, ich glaube, ich werde... Warte mal, kann ich jetzt überhaupt auf Numa nochmal umstellen? Nee, kann ich nicht. Ich glaube, das wird jetzt wieder ein bisschen dauern, bis das geht. Eventuell hätte ich sie nicht im letzten Kampf verbraten sollen. Jetzt nochmal, ah, das war dumm. Das war dumm mit dem Kälteeinbruch, ne? Weil ich jetzt niemanden habe, also ich gucke da schon wieder nach oben rechts, falls ihr euch fragt, was ich mit Kälteeinbruch und so meine. Weil ich jetzt wieder niemanden habe, der das Ganze hier abschließen kann. Aber eventuell, ich gucke jetzt mal die ganze Zeit hier immer in dieses Menü. Schade, dass man das nicht erkennen kann oder ich bin einfach gerade nicht imstande, das zu sehen. Wie weit ich noch davon entfernt bin, bis sie dann wieder verfügbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Das würde mir ungemein helfen.
werden. Aber scheinbar muss ich jetzt einfach... Oh nein! Muss ich einfach nur warten. Warum stelle ich mich in der Folge so trottelig an, was das richtige Timing meiner Techniken anbelangt? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der hat zwei Elementarkugeln dran. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Da fehlt, also es wäre halt schön, wenn da irgendwie wenigstens so eine Leiste oder irgendwas wäre, wisst ihr? Also habe ich jetzt schon über die Hälfte meiner Wartezeit abgegolten oder muss ich jetzt noch länger warten? Wird das hier irgendwie eingeblendet durch irgendeine Animation, wenn sie wieder beschwörbar ist? Ich habe keine Ahnung. So, warte mal, mit Aegean könnte ich eventuell gleich wieder ein bisschen mehr Damage raushauen. Aber da kommt keine neue Kugel, ne? Weil jedes Element immer nur einmal, habe ich irgendwann gelernt, auf den Gegner raufkommen kann. Das ist aber okay. Das Ding ist, ich könnte jetzt trotzdem versuchen, einen Gruppenangriff zu starten. Weil es kann passieren, dass selbst wenn er dann nicht stirbt, dass ich das dann trotzdem noch schaffe. Meine Gruppe wackelt zwar manchmal ein bisschen. Oh, jetzt bräuchte ich Blitz. Jetzt wäre Blitz perfekt, wenn das irgendwie... Habe ich irgendeine Blitzklinge noch? Ich glaube nicht, ne? Hat das irgendwer? Oh, es wird links und rechts gerade leider nichts eingeblendet. Nee, weil dann könnte ich das nämlich mit Feuer abschließen. Das wäre eine riesige Hilfe, aber... Ich glaube, da brauche ich mir keine Illusion zu machen. Okay, Leute, dann geht's jetzt ans Eingemachte. Und ich gucke, wie weit ich jetzt hier komme. So, Feuer sollte eigentlich Wasser zerstören, oder? Am ehesten. Ich mache das jetzt einfach mal. Mit irgendwas muss ich ja anfangen. Ich habe jetzt zuletzt, bevor ich in den Modus gegangen bin, gar nicht mehr wegen Numa geguckt. Ja, wenn ich jetzt richtig Pech habe, dann wird es mir nicht mal gelingen, hier die Dings kaputt zu machen. Das wäre natürlich ultra traurig. So, warte mal, was habe ich jetzt hier? Erde. Ich weiß nicht, was die jeweils entgegengesetzten Kategorien sind. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Ich bleibe jetzt einfach bei der Vorgehensweise, wie ich das normalerweise auch immer mache. Guck mal, es ist wenigstens eine kaputt. Das ist schon mal gut. Also mit üblicher Vorgehensweise meine ich immer, dass ich erstmal alle oberen Klingen auswähle, dann alle, die links sind. Und wenn es dann noch eine dritte Runde gibt, dann... alle, die unten sind, damit quasi jeder mal zum Zuge kommt. Wobei das vor dem Hintergrund, dass die Klingen halt auch unterschiedlich viel Damage machen, auch nicht immer so die allerbeste Vorgehensweise ist, glaube ich. Aber ich bin bisher ganz gut damit gefahren. So, die viel wichtigere Frage ist, wird das jetzt am Ende reichen, um den hier in die Knie zu zwingen? Ich glaube, der wird mit ganz wenig Energie wird er überleben, wobei Mithra... Ja, auch nochmal eine Damage-Granate ist. Jawohl. Kann ich nochmal? Ja, Florin darf sich jetzt nochmal austoben. Florin, wenn du jetzt richtig viel raushaust, jawohl! Dann haben wir den. Sehr schön. Wer braucht schon Numa, wenn er auch so ordentlich Damage hier verteilen kann? Sehr schön. Ich bin begeistert. Hat zwar jetzt alles ein bisschen gedauert, aber solange das alles ein Happy End hat... Soll mir das recht sein? Muss ich diese Leitdechse jetzt hier überhaupt noch bekämpfen? Ich glaube theoretisch nicht, ne? Aber die ist relativ schnell down. Guck mal, das ist kein richtiger Gegner mit Eigennamen. Auch wenn die am Anfang dieses komische Schnörkelding um ihr Level drum hatten. Jetzt glaube ich gerade nicht, aber irgendwie erkenne ich auch gerade nichts mehr. So, Aegean hat was gelernt. Sehr schön. Und wir haben die Missionsaktualisierung. Sehr, sehr nice. Sehr nice. Also der Sieg, der wurde uns auf jeden Fall nicht in den Schoß gelegt. Dafür mussten wir tatsächlich ein bisschen ackern, aber das darf auch mal sein, ne? Muss ja nicht alles hier Ponyhof und Kindergeburtstag sein. Hast du die Wassermassen gesehen? Ich hielt sie für ausgesprochen imposant. Ehrlich gesagt nicht. 100%ige Chance, den Block eines Gegners zu ignorieren. Es ist einfach zu viel los auf dem Schlachtfeld, mein lieber Aegean. Sieh mir bitte nach, dass ich jetzt nicht jedes Kunstwerk, was ihr da vollzieht, auch mit der gebührenden Aufmerksamkeit versehen kann. So. Wo muss ich jetzt hin? Hier sind wir gerade eben auch schon mal gewesen. Es ist schon wieder dunkel geworden. Am liebsten würde ich die Uhrzeit irgendwie über die Schultertasten quasi während des Laufens anpassen können. Das wäre irgendwie praktisch. Aber es würde wahrscheinlich auch für viel Verwirrung sorgen. Ich bin ja schon froh, dass man hier überhaupt jederzeit überall die,
die Tageszeit anpassen kann. Also, das ist schon Meckern auf ganz hohem Niveau. Hallo, Geophili. Wir sind zurück mit guten Neuigkeiten. Ihr habt Bonar also für uns gerecht. Ich bin euch wirklich dankbar. Hoffentlich kann Bonars Seele jetzt ihren Frieden finden. Das hoffe ich auch. Was mich am meisten fertig macht, der Kerl hatte eine Tochter. Er hat immer davon erzählt, dass sie bald heiraten würde und er deswegen unbedingt zu ihr zurück muss. Welch Ironie des Schicksals. Er hat schon so viele Kämpfe hinter sich und ist stets unversehrt heimgekehrt. Doch jetzt, dieses eine Mal, da er uns allen erzählt, wie wichtig es ist, dass er bald nach Hause kann. Ja, bitter. Bitter einfach. Ganz schlechtes Karma, der arme Mann. Wie auch immer, ich schätze, wir sollten dann mal nach Uraya zurück. Diese Mission ist zu Ende, aber für mich steht jetzt eine viel schwierigere Mission an. Ich muss Aurelia vom Tod ihres Vaters erzählen. Falls ihr sie davor trefft, sagt bitte nichts, sie soll es von mir erfahren. Roger. Ich erinnere mich noch an das Mädel, die am Hafen weinend, glaube ich, weggelaufen ist, als sie nach dem Status ihres Vaters oder nach dem Verbleib ihres Vaters gefragt hatte. Danke. Wo wir dann auch noch mit dem Soldat im Anschluss geschnackt haben, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich würde auch, wenn wir jetzt hier in Temperantia noch eine andere Sache zu erledigen haben, trotzdem gerne erstmal diese Geschichte zu Ende bringen. Einfach damit wir hier auch einen runden Abschluss haben. Und ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ich glaube, das war der nächstgelegene Punkt. Vielleicht ist Aurelia jetzt auch gerade ganz woanders. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Und dann nehme ich einfach mal das hier. Und dann kann ich gleich auch meinen Söldnertrupp wieder in Empfang nehmen. Weil vielleicht können wir dann auch gleich zu Iona und Cole. Und hier auch irgendwas machen. Aber ich wette, es gibt einen Arzt, den wir erstmal nur wieder retten müssen. Oder der Komponenten für irgendwelche Medizin oder sowas braucht. Hallo Matteo, da bin ich wieder. Du stehst gerade voll abseits, Rex, aber okay. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr Bonar und seine Leute gefunden? Nun, es ist so. Ich verstehe. Das ist ein ziemlicher Schock. Was für ein Verlust. Bonar war wirklich ein guter Mann. Ich wünschte, wir hätten mehr dafür getan, dass der Befehl zum Rückzug bei Ihnen ankommt. Oh, der Tochter wird das jetzt gleich das Herz brechen. Zumindest habt ihr es geschafft, die drei anderen zurückzubringen. Das allein ist schon ein großes Verdienst. Ein großer, oder? Die Einzelheiten werde ich mir dann von Geophili berichten lassen. Er und die anderen sollten bald hier sein. Oder sagt man Geophili? Also so wie Jeffrey oder so? Wobei das auch nochmal ein bisschen anders geschrieben worden wäre. Aber der Name ist irgendwie komisch. Danke nochmals für eure Hilfe. Euer Ruf eilt euch nicht umsonst voraus. Zum Dank hat Geophili der Söldnertruppe ein paar Aufträge zugeteilt. Achso, wir bekommen jetzt Aufträge als Dank. Arbeit als Dankeschön. Okay. Es sind jetzt neue Söldneraufträge verfügbar, bei denen du... Achso, ah, okay, I see. I see. Wenn das abzielt, darauf abzielt, an Schätze zu gelangen, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Bonar, der Anführer der Söldnergruppe, ist im Kampf gefallen, doch seine Kameraden sind heimgekehrt. Ich wäre mir jetzt eigentlich zu 1000% sicher gewesen, dass wir noch mitbekommen, wie das der Tochter mitgeteilt wird. Ey, dieses Dach sah voll begehbar aus, oder? Das sah komplett begehbar aus. Ich hätte schwören können, dass ich da hätte raufspringen können. Und da wäre ich dann noch nie gewesen, aber was nicht ist, das ist nicht. So, ja, wo wir gerade beim Thema sind, Söldnertruppe. Lass uns mal hier kurz nachgucken, was hier jetzt abgeht und mit welchem Ergebnis sie zurückgekommen sind. In Mor'Adains Hauptstadt Alba Kavanich gibt es einen hervorragenden Arzt. Hoffentlich kann er Opa heilen. Aha. Oh, guck mal, für Cassandra hat sich das mehr als gelohnt. Ich werde das Böse besiegen, ganz egal, wie böse es ist. Erzielt 150% mehr Schaden, wenn KP 30% oder weniger. Man kennt's. Und puh, nach all dem Lernen bin ich ganz erschöpft. Hoffentlich ist uns dieses Wissen irgendwann von
nutzen. Höffentlich. Genau. Einfach mal Ös einbauen, wo keine sind. Cora hat fertig. Cora hat fertig. Sehr schön. Ich müsste mir langsam mal auch eine Liste zusammenschreiben von Klingen, die ich gar nicht mehr in Söldnermission schicken sollte. Ich glaube, mit Shiba habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich glaube, die hätte ich auch nicht wegschicken sollen. Na, los zu quatschen. Oh Mann, ich kenne die Antwort eh schon. Spezialtechnik. 80%ige Chance, dass Gegner 3 Sekunden bewegungsunfähig wird. Okay. Weil bei Shiba fehlt mir, glaube ich, nur noch irgendwas, was mit Armamilch zu tun hat. Ich glaube, die ist ansonsten auch durch. Nicht immer ganz fair, meine Techniken. Hihihi. Erzielt 130% mehr Schaden, wenn KP 30% oder weniger. Und alles, was ich getan habe, war für dich. Wie wär's mit ein paar Komplimenten? Je niedriger die KP des Meisters, desto mächtiger seine Spezialtechniken. Okay. Bei Shiba werden wir jetzt natürlich nichts zu sehen bekommen, weil es bei ihr auch nichts mehr Freischaltbares gibt. Sie hat es auch nur in die Runde geschafft, weil sie irgendein Talent hatte, was die Zeit halt weiter verkürzt hatte. So, wo habe ich jetzt hier neue Sachen bekommen? Auch in Uraya, ne? Da stand ja auch neuer Auftrag. Bin ich doof. Ich werde jetzt nur gucken, A, wie viele das sind und B, wie lange das dauert. Ich habe einen Job, der passt zu euch wie die Faust aufs Auge. Wir brauchen jemanden, der die Neulinge unter den urayanischen Rekruten trainiert. Mann, ey, vorlesen will gelernt sein. Hä, aber das klingt nicht nach einer Mission, die wir gerade eben von dem Typen bekommen haben. Hatte der nicht von mehreren gesprochen, die irgendwie Geld versprechen? Oder meint er damit die 9700 Paar zerquetschte Gold? Also ich meine, für in 30 Minuten, was man entsprechend noch runterkürzen kann, ist das wahrscheinlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht so schlecht. Aber dann ist ja hier gar nicht mehr so viel los. Ich will mir nochmal ganz kurz, weil ich das ja offscreen dann lostreten möchte, mit euch nochmal diese Geschichte hier angucken. Schiff untergegangen, bestimmt viele Schätze und tolle Abenteuer, können Söldner mal gucken gehen. Das werden wir in der nächsten Folge auch abgeschlossen wieder in Empfang nehmen, genauso wie das, was wir gerade eben gesehen haben an Uraya-Mission, die auf 30 Minuten ausgelegt war. Das kriegen wir hin. Da werde ich mir dann auch ein bisschen Zeit nehmen, um vorab zu gucken, mit welchen Klingen ich das am besten bewerkstellige. Aber wir werden jetzt erstmal, ich müsste die Mission auch gleich nochmal markieren, nach Alba Kavanich gehen und einfach mal gucken, ob wir jetzt hier den besagten Arzt finden, der uns weiterhelfen kann. Also ich bin mir sicher, dass jetzt hier irgendwas passiert oder dass zumindest irgendwer uns was zum Verbleib desselbigen sagen kann. Hier bekomme ich gerade noch nichts zu sehen, aber ich habe die Mission auch noch nicht markiert. Moment. Und siehe da, es ist ein Ausrufezeichen zu erkennen. Ist nur noch die Frage, hä? Wo genau das sein soll. Ach, das wird hier in diesem Gebäudekomplex sein, genau wo die ganzen Treppen aus sind. Da hat man es gerade eben schon erkannt. Ich werde da nicht hingehen, bevor wir nicht mit Tully gesprochen haben. Du siehst aus, als hättest du etwas zu berichten, fasse ich kurz. Ich habe gehört, dass Elgeschell Spielwaren seit kurzem einen neuen Eigentümer haben soll. So viel zu meinem Plan, den Laden irgendwann mal zu übernehmen. Die Auswahl an Spielen, die es dort gibt, ist umwerfend. Kennst du vielleicht Königreich Diplomatie? Das ist eine Weiterentwicklung von Königreiche im Duell mit Nopon AG Strategieelementen für mehr Spieltiefe. Oder dieses Klempner-Fluchtspiel. Oder, habe ich gerade Order gesagt? Oder dieses Klempner-Fluchtspiel, ein Spaß für die ganze Familie, die Kinder und ich spielen es fast täglich. Seit der Ladenübernahme gibt es dort immer topaktuelle Spiele. Der neue Besitzer muss auch ein Spielenarr sein. Schade, dass mein Traum damit geplatzt ist, aber immerhin scheint der Laden in guten Händen zu sein. Oh, das freut mich. Das ist doch ein schöner Trost, ne? Vielleicht kommt auch irgendwann mal deine Zeit. Sag niemals nie. So, Schott. Schott? Achso, ich denke immer noch jedes Mal, dass Schott gar nicht der Mensch ist, der davor steht, sondern das Tor im Hintergrund gemeint ist. Willkommen in der Praxis von Dr. Smaya. Also die Sache ist so. Ich verstehe. Ja, kein Wunder, dass andere Ärzte euch nicht helfen konnten. Leider ist Dr. Smaya gerade nicht in der Praxis. Sie ist nach Temperantia gereist. Wir alle in Temperantia momentan rumlungern, um einen neuen Wirkstoff zu erforschen. Was? Dazu arbeitet sie derzeit auf einer Basis der ardänischen Armee.
In einem so dringlichen Fall solltet ihr sie lieber dort aufsuchen, als hier auf sie zu warten. Ich bedanke mich. Nichts zu danken. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können, wo ihr schon extra hierher gekommen seid. Ach ja, ich sollte euch noch warnen. Dr. Smaya ist etwas exzentrisch. Ach echt? Darauf sind viele bei der ersten Begegnung nicht vorbereitet. Ja, alles gut. Solange sie uns weiterhelfen kann, ist mir das egal. Und exzentrische Leute sind zwar manchmal anstrengend, aber manchmal auch ganz interessant und unterhaltsam. Wir gucken uns mal an, wo wir sie einordnen können. Wenn wir sie denn überhaupt jetzt schon finden. Aber ich tue mein Menschenmöglichstes, um sie ausfindig zu machen. Wir starten mal hier. Ich finde, das ist immer so die schöne goldene Mitte. Prost. Kalter Kaffee. Das ging schon mal besser. So, ich bin sehr weit von meinem Ziel entfernt. Moment. Ja, das geht definitiv schneller. Sie hält sich nämlich in der Garnison auf. Da wollen wir ihr mal folgen. Wow, hier geht auch wieder einiges ab. Hallo Torkal. Na? Du siehst aus, als hättest du was zu erzählen. 500 Jahre ist es nun schon her, dass dieser Ort hier das Hauptschlachtfeld des Großen Kriegs war. Und noch immer birgt die Landschaft deutliche Narben dieses Konflikts. Viele hiesige Orte tragen auch Namen längst vergangener Ereignisse, doch ihre Bedeutung ist den meisten unklar. Welche Erkenntnisse wir wohl durch Ausgrabungen in den Ruinen von Judizium gewinnen könnten? Finden da nicht Ausgrabungen statt? Nee, bisher noch nicht. Gibt's was Interessantes zu erzählen? Wir haben Meldungen erhalten, dass Mor Ardain den Kriegszustand verhängt hat. Wüssten wir noch nur mehr über diese Titanenwaffe, so könnten wir sie als Verstärkung nach Mor Ardain schicken. Ich hoffe nur, dass es am Ende des Tages noch eine Heimat gibt, zu der wir zurückkehren können. Ja, das wünsche ich uns allen. Also, gilt für alle Länder hier in diesem Spiel, in ganz Alres. Tagchen, wie ist es? Die ganze Zeit über konnte ich an nichts anderes denken, als an meine Rückkehr nach Mor Ardain. Doch jetzt, wo überall Krieg tobt, ist es glatt sicherer, hier zu bleiben. Ob es meiner Mutter wohl gut geht? Ich hoffe, sie ist meinem Rat gefolgt und nach Gormod geflohen. Boah, mit dieser Sorge ließe es sich für mich auch schwierig arbeiten, ehrlich gesagt. Aber hoffen wir einfach mal das Beste. So, ich will jetzt die exzentrische Doktorin gerne sehen. Bin ich gerade blind? Ja, ich bin blind. Lassa. Hä? Aber Lassa ist nicht Smaya. Ihr seid nicht von hier, was? Kann ich euch irgendwie helfen? Nun, es ist so. Oh, diese Ärztin. Sie ist zur Toxblumenquelle aufgebrochen, um dort einen neuen Wirkstoff zu suchen oder sowas. Ich bedanke mich. Ziemlich waghalsig, sich mit nur einem Beschützer an so einen Ort zu wagen, wenn ihr mich fragt. Ja, das stimmt. Ey, an dieser Quelle habe ich eigentlich auch noch was zu erledigen. Wobei, nee, das war eine... Nee, die ich meine, das ist die Xanaris oder so. Das ist die Xataris, so rum. Die hier meinte ich, da muss ich nämlich wegen den Siegelsteinen noch hin. Da fehlt mir, glaube ich, nur noch einer. Diese Mission ist auch irgendwann komplett in Vergessenheit geraten. Dabei bin ich mir relativ sicher, dass ich die jetzt inzwischen abschließen könnte. Also insofern abschließen, als dass ich mir zumindest den Gegner angucken könnte, auf den Zenobia immer so scharf gewesen ist. Hallo Smaya, diese Frau macht mich fertig. Oh oh. Ich bin gespannt. Ah, guck mal. Ach, das ist so eine ältere Dame mit Brille. Sehr interessant. Wurzeln, Wurzeln. Also die Sache ist die. Medizin, Wurzeln suchen. Okay. Wenn ich noch 3 Geisterholzwurzeln gefunden habe, höre ich euch zu. Wir werden sehen, was sich tun lässt. Wurzeln, Wurzeln! Diese Frau macht mich fertig. Okay, was ist gerade mit Rex los? Ich weiß es nicht, aber ich muss jetzt hier scheinbar auch ein bisschen suchen. Warte mal, da ist schon mal die erste Wurzel. Dann lasst uns doch einfach mal hier in der Nähe anfangen. Oh, ich brauche Pflanzenkunde. Das war schon lange kein Erfordernis mehr. Aber mit Florin und Dromark scheint das auszureichen. Zumindest für diese Wurzel hier. Aber es wäre auch irgendwo sinnig, wenn die Anforderungen überall die gleichen wären, weil wir ja auch überall das Gleiche rausholen. Aber wir werden sehen. So, boah, was ist das denn hier? Ich erinnere mich dunkel an diese Ecke. Irgendwann um ein Partwechsel rum. Ich glaube, da habe ich sogar mal ein Part beendet in dieser Ecke hier hinten. Ich kürze das mal ein bisschen ab, weil da sind wir schon mal zusammen gewesen. Und der Laufweg, der ist, glaube ich, gerade auch ein bisschen weit.
Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, dass man sich hier nicht irgendwie näher gelegener ranporten kann. So, wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube, den Gedanken habe ich schon mal ausgesprochen. So, guck mal, hier sind die Anforderungen sogar geringer. Vorhin hatten wir Pflanzenkunde 7. Ich bin mal gespannt, was an der Xataris-Quelle erforderlich sein wird. Aber da konnten wir uns, glaube ich, hinporten, oder? Ich gehe mal eben gucken. Ist das da ein Reisepunkt? Nee. Aber doch, jetzt erinnere ich mich auch daran wieder. Ich hatte jedes Mal den Laufweg. Den habe ich in der Vergangenheit immer rausgeschnitten bis dorthin. Den werde ich auch diesmal wieder rausschneiden. Dann erhöhen wir auf jeden Fall die Chance, dass wir heute in der Folge noch den Missionsabschluss zu Gesicht bekommen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier gab es aber irgendeinen Gegner, der mich... Oh Gott, sieht der cool aus. Sieht der cool aus. Hier gab es immer mal irgendeinen Gegner, der mich belästigt und verfolgt hatte. Könnte sein, dass das sogar der hier ist. Ich bin mir nicht sicher, aber der gefällt mir. Der gefällt mir mega gut. Ich habe ihn noch nie gesehen. Also bekämpft habe ich so ein Vieh auf jeden Fall noch nie. Voll schön einfach. Pass auf, das ist so ein Level 100 Vieh, was mich gleich voll weghauen wird. Aber egal. Ja, Rabenflügel ist geil. Es gibt mindestens einen Charakter, mit dem man, oder für den man den Gegner hier besiegen muss. Das habe ich in irgendjemandes Harmonierings geflecht, habe ich das schon mal gesehen. Okay, der ist zu schnell. Ich werde verrecken. Nee, der lässt von mir ab, Gott sei Dank. Wahrscheinlich bin ich jetzt einfach zu weit gelaufen. Gott sei Dank hat der nur ein beschränktes Einzugsgebiet. Das hätte ansonsten gerade ganz anders ausgehen können. Aber ich glaube, den könnte ich schon besiegen. Ich habe nur keinen Bock, den zweimal zu besiegen. Ich will das irgendwann mal mit so ein bisschen Struktur gerne machen, dass ich dann mit den Leuten, die dann auch in ihren Harmonieringen was freischalten, die Viecher dann bekämpfe. Habe nämlich viel zu viel Zeit hier schon vergeudet in dem Let's Play mit dem Besiegen von Gegnern, wo ich die falschen Klingen halt mit dabei hatte. So, Smaya, ich hab dir was mitgebracht. Hier, für dich. Wurzeln, Geisterholzwurzeln. Für mich, danke. Was wolltet ihr denn jetzt eigentlich? Wenn ich auf die Wurzelsuche fixiert bin, bekomme ich nichts anderes mit. Also die Sache ist die. Mund zu, sonst macht sich das Gift in deiner Lunge breit. Was? Wenn ihr mit mir sprechen wollt, solltet ihr in meine Praxis in Mor Adain kommen. Bis dann. Okay. Da sind wir eigentlich vorhin schon gewesen. Und nur auf Anraten deines Türstehers nochmal hierher gekommen, weil es hieß, in dringlichen Fällen und so. Ihr habt das ja selber mitbekommen. Euch brauche ich das nicht zu erzählen. Ja, komische Dame. Komische Dame. So, diesmal porte ich mich mal etwas sinnvoller. Und wenigstens wissen wir jetzt, wo die Praxis zu finden ist. Das ist schon mal gut. Wir laden hier erstmal wieder Texturen nach. Achso, guck mal, ich kann auch direkt hier die Treppe hochgehen. Hat sich so ein bisschen eingebürgert bei mir, immer über die andere Richtung zu kommen, aber egal. Hallo, Smaya. Oder seid ihr ja? Was sind die Symptome des Patienten? Also die Sache ist die, ein Menschenfresser. Die Verschmelzung von Mensch und Klinge. Faszinierend, ich werde euch helfen. Danke. Als Militärärztin habe ich in alten Schriften davon gelesen, aber dass es so etwas wirklich gibt. Und der Patient in Uraya? Ich war in der ardänischen Armee, das heißt, ich kann dort nicht hin. Das ist definitiv ein Problem. Aber er ist ja zur Hälfte ein Mensch, oder? Kümmert ihr euch dort um seine Klingenseite? Ich übernehme dann den menschlichen Teil. Erzähl weiter. Die Einzelheiten besprechen wir später. Ich werde ein Heilmittel herstellen. 3 Dämmerwurzeln, 1 Wolkensalz und dann noch irgendein Gemüse. Eines, durch das man sich direkt nach dem Verzehr jünger fühlt. Die erstgenannten Zutaten kann man im Seentiegel Elpis und auf den Klippen von Morita finden. Wo es das Gemüse gibt, weiß ich nicht. Fragt am besten mal meinen Assistenten. Roger. Ah, das war irgendwie klar, dass wir uns hieran noch beteiligen müssen. Vielleicht habe ich das Zeug sogar schon. So, Schott, du sollst Dinge wissen, die uns helfen, habe ich gehört. Über welche Zutat möchtet ihr etwas wissen? Gemüse, durch das man sich jung fühlt. Erzähl mal. Ah ja, nicht ohne. Es ist seltsam, was für ganz bestimmte Dinge Dr. Smaya manchmal verlangt. Da fällt mir ein, in Gormat soll ein Bauer versuchen, eine ganz neue Gemüsesorte zu züchten. Vielleicht solltet ihr mal dorthin, um zu sehen, ob euch das weiterhelfen könnte. Aha.
Okay, also irgendwo dort bei den Feldern dann wahrscheinlich. Wurzeln, Wurzeln. Mhm. Das heißt, ich habe von den erforderlichen Komponenten gar keine einzige. Also, oder nimmt sie das überhaupt erst an, wenn wir alles dann vollständig haben? Nee, ich habe noch gar nichts davon. Aber das sind wahrscheinlich auch keine Sachen, die du einfach so aus Sammelpunkten herausbekommst, sondern das werden schon so spezielle Spots sein, wo du das nach und nach einsammeln wirst. Aber das bringt mich noch auf ein ganz anderes Thema. Lass mich das mal ganz kurz, bevor das dann für die nächsten 100 Folgen wieder komplett in Vergessenheit gerät. Lass mich mal trotzdem ganz kurz nach Torigoth düsen. Und ich würde gerne das Armer-Wachstums-Missionsding, ich würde gerne mal gucken, ob ich da jetzt noch weiterkomme, weil es hieß von Anfang an, seit ich mit diesem Let's Play begonnen habe, dass es sich lohnt, dort zu investieren und den regelmäßig weiter aufzupäppeln. Die Frage ist nur, warte mal, wo war denn das nochmal? War das hier irgendwo? Boah, ich habe gerade gar keine Orientierung. Ich kam, glaube ich, irgendwo von Torigoth da direkt auch hin. Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Oder? Wo waren diese komischen Felder? Ich muss sie jetzt mal eben kurz suchen. Und ich bin völlig falsch gewesen. Völlig falsch. Aber ich habe auch relativ schnell meinen Fehler bemerkt, weil hier ist der Klomhof. Hallo, Elunet. Nachdem wir Käfer um die Wette gefangen haben, gab es noch weitere Wettkämpfe zwischen Leif und mir. An gefährliche Orte sind wir aber natürlich nicht mehr gegangen. Jedenfalls habe ich 10 von 10 Wettbewerben gewonnen. Ich bin einfach unschlagbar. Cool. Tja, ich komme wohl wirklich nach meiner Mutter. Ich glaube einfach nicht ans Verlieren. Es tut mir Leif irgendwie sehr leid. Verflucht, ich verliere die ganze Zeit nur. Elunet könnte mich ruhig auch mal gewinnen lassen. Naja, es macht ja trotzdem Spaß. Ich bin froh, dass ich Freunde habe, mit denen ich spielen kann. Aber das heißt nicht, dass ich mich mit den Niederlagen zufrieden gebe. Wart's ab, Elunet, ich gewinne schon noch. Naja, solange Leif auch noch seinen Spaß dran hat, ist das okay. Ich habe übrigens, als ich gerade nochmal auf die Karte geguckt habe, ein weiteres Fragezeichen entdeckt. Nicht hier in Torigoth, aber außerhalb. Wenn Indol jetzt kaputt ist, was ist denn dann mit den ganzen Amas da passiert? Sind die jetzt etwa alle tot? Oh nein, sowas Schlimmes. Nun, es ist so. Hä? Es gibt gar keine Amas in Indol? Puh, da bin ich ja beruhigt. Aber ich habe auch Angst vor den neuen Leuten hier. Was, wenn die Hunger kriegen und alle Amas auffressen? oh nein, ich muss irgendwas tun. Ich sollte die Amas im Wald verstecken, das ist eine gute Idee. Amas sind auf keinen Fall lecker, pardon, was für ein Versprecher. Die schmecken ganz furchtbar, ganz bestimmt, also bitte nicht aufessen. Ey, wenn Millie wüsste, dass ich in meinem Inventar, glaube ich, auch Armerfleisch mit bei habe, ich glaube, die würde uns komplett verachten. Hallo, Dex. Achso, ja, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, pardon. Wir werden uns jetzt dafür nicht nochmal Nim ins Team holen. So, Pekka. Lass mich mal kurz abchecken, ob ich jetzt hier was tun kann. Guck mal, ich war beim letzten Mal schon fast durch. Es hat beim letzten Mal schon nicht viel gefehlt. Das kriegen wir jetzt aber geregelt. Sehr schön. Freut mich sehr, dass das jetzt hier nicht umsonst war, hierher gekommen zu sein. Yay! Ist der jetzt komplett? Der steigt jetzt auf Stufe 100, ne? Kann das sein? Hallo? Was ein Riesenhoshi! Ich dachte, der spawnt jetzt hier wieder nach, quasi. Aber nix da. Wow. Ich hoffe, ich muss niemals gegen dich kämpfen. Niemals möchte ich gegen dich kämpfen. Wisst ihr, ich habe schon Adons aufwachsen sehen, da war ich noch ein kleiner Stöpsel. Aber solch ein starkes Biest ist mir bisher noch nie untergekommen. Wir können wohl auch aufhören, ihn zu füttern. Mir ist sogar ein Name für den Adon eingefallen. Wollt ihr ihn hören? Gnadenloser Ardoran. Und wie findet ihr den? Klingt cool, oder? Wenn ihr wollt, könnt ihr jederzeit vorbeikommen, um mit dem gnadenlosen Ardoran zu spielen. Aber übertreibt's nicht, hört ihr? Was meinst du denn mit spielen? Ich könnte den theoretisch bekämpfen, ne? Ja. Aber ich habe keinerlei Intention, das zu tun. Aber was hat mir diese ganze Geschichte jetzt gebracht? Ich meine, ich habe ja auch durchaus wertvolle Items in die Fütterung versenkt. Bin mir noch nicht sicher. Vielleicht wird es darauf basierend noch Folgemissionen geben. Oder die Kämpfe gegen den bringen halt extrem viel.
Ich weiß es noch nicht so genau, aber guck mal hier, dieses Fragezeichen da hinten meinte ich. Ich will noch mal kurz gucken, ob wir hier anderswo noch irgendwas haben. Sieht aber nicht so aus. Hier gab es noch das Harmoniegespräch. Das hier. Ich wollte das eigentlich unbedingt führen, bevor ich irgendwann mit dem Let's Play aufhöre, was noch in weiter Ferne liegt. Ich weiß, aber trotzdem. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir dieses Fragezeichen hier noch erreichen. Und das wird dann die letzte Amtshandlung sein. Und wir werden dann in der nächsten Folge die einzelnen Ecken aufsuchen, um für Colts Medizin den Kram zusammenzusammeln. Ich habe gerade die ganz blöde Befürchtung, dass ich auf eine komplett andere Ebene muss, nämlich da oben rauf. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Aber ich guck mal, wie weit ich komme. Ne, ich muss mich komplett geschlagen geben. Ich komme nicht mal im Ansatz in die Nähe. Ich habe die ganze Zeit nach irgendeinem Sprungpunkt oder sowas gesucht, aber du bist die ganze Zeit deutlich unter dem, unter der Höhe, wo der Punkt eigentlich platziert ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es sehr, 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 sehr doll hasse, Parts zu beenden. Wenn ich ganz am Ende feststelle, dass ich irgendwas nicht hinbekomme. Ich hasse dieses Gefühl und vor allen Dingen geht jetzt auch für mich die Aufnahmesession heute damit auch zu Ende. Was mich jetzt irgendwie so doppelt frustriert. Aber, naja, daran habe ich mich jetzt inzwischen auch schon gewöhnt, dass ich hier teilweise mit einigen, mit dem Auffinden einiger Spots hier so meine Wehwehchen habe. Gut, also diese Geschichte, ich werde euch, also mein Ziel ist, dass ich euch dort begrüßen werde. Einfach. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt hier in aller Ruhe, weil ich jetzt hier irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, sinnlos rumgelaufen bin und versucht habe, irgendwie im Wasser was zu finden, vielleicht irgendeine versteckte Höhle oder so. Das sieht auf der Karte halt mega komisch aus, aber ich glaube, dass man, wie auch immer man da nach oben kommt, dann darüber auch hier in diesem Baumstamm hier reinkommt. Und ich meine, dass ich irgendwann ganz am Anfang des Let's Plays dort auch schon mal gewesen bin. Aber ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie man da hin soll. Da hinten führt eine Höhle rein. Habe ich mir auch schon angeguckt. Die kennen wir ja auch. Das sind die Gegner inzwischen auch gar nicht mehr so krass. Eventuell über diesen Weg hier. Hier führt irgendwie nochmal so ein komischer Weg hin. Aber ich habe hier auch... Das führt halt komplett in eine andere Richtung als da, wo ich hin möchte. Und selbst wenn ich da oben, guck mal, das wird nämlich dieser Baumstamm da sein, wo ich gerade nach oben gucke. Selbst wenn ich dann da wäre, wüsste ich immer noch nicht, wie ich von da dann dahin kommen soll, wo der blaue Punkt jetzt ist. Wisst ihr, was ich meine? Es sei denn, da oben gibt es vielleicht so eine Absprungstelle, die uns einmal quer durch Gormod katapultiert oder so. Aber das mache ich dann beim nächsten Mal, beziehungsweise werde ich euch am Anfang der nächsten Folge sagen, wie ich da hingekommen bin. Und ich werde die Söldnermission, die ich euch vorher gezeigt habe, in Angriff nehmen. Und dann werden wir uns ja einfach weiter um die Mission bemühen. Wie gesagt, wir haben noch was in Temperantia offen. Und ich will die Zutaten zusammensammeln, die die Ärztin aus Alba Cavani nicht braucht, um für Cole Medizin herzustellen, die ihn hoffentlich wieder auf die Beine bringt. Das ist der Fahrplan fürs nächste Mal. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!